Eduard Bernsteins Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie von 1899 ist sicher eines der kontroversesten Bücher der gesamten sozialistischen Literaturgeschichte. Oder auch nicht, denn so durchschlagend der Erfolg der von Bernstein propagierten Entwicklung in der politischen Praxis der Sozialdemokratie war, so gering ist die Zahl derer, die sich erklärtermaßen auf Bernstein berufen. Erstmals war Bernstein, bisher als Vertrauter von Friedrich Engels und orthodoxer Marxist bekannt, 1898 in einer Artikelserie in der Neuen Zeit mit seinem Programm einer Revision des Marxismus an die Öffentlichkeit getreten. Anders als von ihm erwartet, lösten diese Artikel heftige Gegenreaktionen unter fast allen namhaften SPD-Größen aus. Nicht nur auf der äußersten Linken wie bei Rosa Luxemburg, die als Erwiderung auf Bernstein ihr Buch Sozialreform und der Revolution schrieb, sondern auch bei Parteiführer August Bebel oder dem als SPD-Cheftheoretiker anerkannten Karl Kautsky. Nicht zuletzt vielleicht deshalb, weil Bernstein mit seiner Grundthese gar nicht zu Unrecht hatte. Die SPD mochte sich noch immer als Revolutionspartei geben. In Wirklichkeit sei sie doch längst eine demokratische Reformpartei geworden und solle den Mut haben, das zu scheinen, was sie ist. Mit Genugtuung berief sich Bernstein später auf das Beispiel Württembergs und Badens, wo die SPD mit Billigung der Parteispitze mit dem bürgerlichen Liberalismus gegen das konservative Establishment zusammenarbeitete und damit den Weg beschritt, den Bernstein der Partei angeraten hatte. Ein großer Teil der Parteiführung mochte längst aus zahmen Reformisten bestehen, die über Revolutionsgedanken nur noch müde lächelten. Aber der Bruch mit der liebgewonnenen, gewohnten revolutionären Rhetorik hätte die SPD einen erheblichen Teil ihrer Basis kosten können, die vielleicht nicht wirklich auf eine in näherer Zukunft bevorstehende Revolution hoffte, sich den wachsenden Opportunismus aber auch nicht illusionslos eingestehen und ihn bejahen wollte. Eben das forderte nun aber Bernstein in seinem Buch von 1899, das er auf Bitten der Parteiführung vorlegte, um seine Ansichten in systematischer Form darzustellen. Bernstein betont in der Einleitung, dass es ihm keinesfalls um die Aufgabe des Marxismus gehe, sondern nur um dessen Reinigung von unwesentlichen, störenden Schlacken, die aus Marxens und Engels früherer Entwicklung übrig geblieben war und zum reifen Marxismus ihre Hauptwerke nicht mehr so recht passen würden. Tatsächlich aber handelt es sich bei dem, was Bernstein in die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie vorlegt, keineswegs um die Beseitigung einiger unwesentlicher Nebenaspekte des orthodoxen Marxismus, sondern um den völligen Umsturz der meisten Kernelemente des marxistischen Systems. Erstens, auf philosophischer Ebene verwirft Bernstein pauschal die Dialektik und ruft dazu auf, das hegelianische Element des Marxismus, das er nur als unwissenschaftliche Sophisterei sieht, ganz zu überwinden. Wolle der Sozialismus wirklich eine Wissenschaft werden, müsse er jegliches hegelianische Erbe aufgeben und sich kurioserweise stattdessen am von Bernstein geschätzten Neukantianismus ausrichten. Zweitens. Auf historischer Ebene solle der historische Materialismus ad acta gelegt werden, weil die Fixierung auf ökonomische Faktoren eine einseitige, simplistische Verzerrung der sozialen Wirklichkeit sei. Zwar stellt Bernstein selbst fest, dass Marx und Engels entgegen dem, als was bürgerliche Kritikerinnen ihr Denken parodieren, keineswegs jede politische Handlung monokausal aus ökonomischen Erwägungen der Handelnden erklären, sondern den in letzter Linie immer ökonomisch fundierten kulturellen Überbaus etwas betrachten, das sich einmal geschaffen durchaus stark verselbstständigen kann. Aber dennoch ist ihm die ökonomische Komponente noch zu stark und möchte er politische, kulturelle und ideologische Phänomene offensichtlich als weitgehend unabhängig von ihrem soziokulturellen Rahmen sehen. Drittens. Auf ökonomischer Ebene kritisiert Bernstein die marxistische Werttheorie. Vor allem aber das, was er unter Verelendungs- und Krisentheorie versteht. Bernstein hat hier untermauert mit jeder Menge statistischem Material, besonders aus Deutschland und England, durchaus recht, wenn er feststellt,
Marx und Engels hätten in vorangegangenen Jahrzehnten die Entwicklung der Reallöhne in den Industriestaaten falsch eingeschätzt. Dass die Reallöhne das allgemeine Lebensniveau der europäischen Arbeiterinnen ab der Jahrhundertmitte ziemlich stetig anstieg, und zwar sogar durch die große Depression nach 1873 hindurch, ist eine nicht zu leugnende Tatsache. Allerdings sieht Bernstein nicht den primären Grund dafür, warum der durchschnittliche Lebensstandard in Westeuropa so deutlich anstieg, was Marx noch nicht genügend berücksichtigt hatte. Die Extraprofite des Kapitals der fortgeschrittenen Industriestaaten durch direkte und indirekte koloniale Unterwerfung des Großteils der Erde, die ab den 1880er Jahren dramatisch an Tempo und Umfang zunahm und die Marx in dieser Entfaltung nicht mehr miterlebt hat. Bernstein aber schon, ohne dass er daraus vernünftige Schlüsse gezogen hätte. Bernstein betrachtet nun den Aufschwung des Massenwohlstands, den er in Westeuropa an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert beobachtet, a. als ein allgemeines Phänomen kapitalistischer Entwicklung und nicht als ein Spezifikum der imperialistischen Metropolen auf Kosten der von ihnen ausgebeuteten Peripherie. Und b. als ein dauerhaftes Phänomen, das seiner Einschätzung nach nicht mehr von schweren Krisen wie denen von 1857 und 1873 unterbrochen werden würde. Aus dieser ökonomischen Einschätzung ergibt sich auf politischer Ebene. Da der Kapitalismus einen dauerhaften, ruhigen und friedlichen Anstieg des Lebensniveaus der Massen garantieren kann, entfällt die Notwendigkeit einer sozialistischen Revolution und kann die Sozialdemokratie sich damit begnügen, durch politischen Druck innerhalb des gegebenen Rahmens das an sozialstaatlichen und demokratischen Reformen und Reförmchen herauszuschlagen, was aktuell gerade drin ist. Geduldig darauf vertrauend, dass die fortschrittliche Entwicklung immer weitergehen und man durch Geduld und Besonnenheit immer mehr erreichen werde. Jede Revolutionsneigung wird von Bernstein als utopistischer Blanquismus verschrien. Auch in den Werken von Marx und Engels selbst, die es nicht nur von den hegelianischen, sondern auch den blanquistischen Anachronismen zu säubern gelte. Wobei Bernstein wie viele andere den Sinn von Engels neuem Vorwort zu Marx Bürgerkrieg in Frankreich verdreht, um beweisen zu können, dass schon der reife Engels am Ende seiner Lebenszeit zu diesen Einsichten gelangt sei. Tatsächlich hatte Engels in dieser Schrift aber keineswegs die sozialistische Revolution abgesagt, sondern lediglich die Bedingungen präzisiert, unter denen ein Revolutionsversuch zum zwecklosen oder gar kontraproduktiven Abenteurertum werde. Bernsteins berühmter Satz »Das Endziel ist mir nichts, die Bewegung alles« hatte schon vor Erscheinen des Buches so viel Kritik ausgelöst, dass er sich genötigt sah, noch einmal ausführlicher auf ihn einzugehen und darzulegen, dass er keineswegs das Ziel der sozialistischen Gesellschaft aufgegeben habe, sondern dieses Ziel nur in eine ferne, unbestimmte Zukunft verlegt, über die man noch gar nichts sagen könne. Aber es bleibt dabei, was schon Luxemburg in Sozialreform oder Revolution festgestellt hatte. Bernstein kann überhaupt kein ökonomisches Argument dafür liefern, weshalb der sich nach ihm doch wunderbar entwickelnde Kapitalismus eigentlich irgendwann einmal dem Sozialismus weichen sollte. Und so bleiben Bernsteins sozialistische Wünsche rein idealistisch begründet mit Geschwätz von Gerechtigkeit und Humanität, das noch niemals als wirksame historische Kraft in Erscheinung trat. Diesen Einwand erkennt Bernstein sogar explizit als berechtigt an, nur dass er gar nichts Schlechtes darin sehe, denn in der Tat halte er politischen Idealismus für eine der treibenden historischen Kräfte, wie es sich dann schon aus seiner Ablehnung des historischen Materialismus ergibt. Wenn nur ein gewisses Maß an Rechtsstaatlichkeit herrsche, so besteht für Bernstein gar kein objektiver Grund mehr für Feindschaft zwischen den Klassen. Bernstein schreibt: Die Klassendiktatur aber gehört einer tieferen Kultur an. Und abgesehen von der Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit der Sache, ist es nur als ein Rückfall, als politischer Atavismus zu betrachten, wenn der Gedanke erweckt wird, der Übergang von der kapitalistischen zur sozialistischen Gesellschaft müsse sich notwendigerweise unter den Entwicklungsformen einer Zeit vollziehen, welche die heutigen Methoden der Propagierung und Erzielung von Gesetzen noch gar nicht oder nur in ganz unvollkommener Gestalt kannte und der geeigneten Organe dazu entbehrte.
Wenn die kapitalistische Entwicklung einen dauerhaften, ungestörten Fortschritt verbürgt, dann liegt es nahe, auch die alte marxistische Feindschaft zum bürgerlichen Staat aufzugeben, sich stattdessen mit ihm zu solidarisieren und aktiv positiv in ihn hineinzuwirken. Was Bernstein trotz seiner demokratischen Ideale auch im halbabsolutistischen Deutschland nicht nur auf Ebene der Kommunalpolitik, sondern auch auf Reichsebene fordert. Wenn er sich beispielsweise rückhaltlos positiv zum seit den 1880er Jahren wild um sich greifenden imperialistischen Kolonialfieber äußert und den deutschen Kolonialerwerb folgendermaßen kommentiert. Prinzipiell ist es für den Sozialismus oder die Arbeiterbewegung heute ganz gleichgültig, ob neue Kolonien Erfolge erzielen oder nicht. In dieser Hinsicht hätte die deutsche Sozialdemokratie von der Kolonialpolitik des Deutschen Reiches ganz und gar nichts zu fürchten. Und weil ihm so ist, weil die Entwicklung der Kolonien, die Deutschland erworben hat und von denen, die es etwa noch erwerben könnte, gilt das Gleiche, so viel Zeit in Anspruch nehmen wird, dass von nennenswerter Rückwirkung auf die sozialen Verhältnisse Deutschlands auf lange Jahre hinaus nicht die Rede sein kann. Gerade aus diesem Grunde kann die deutsche Sozialdemokratie auch die Frage dieser Kolonien ohne Voreingenommenheit behandeln. Selbst von ernsthafter Rückwirkung des Kolonialbesitzes auf die politischen Verhältnisse in Deutschland kann nicht die Rede sein. Der Marinechauvinismus zum Beispiel steht unzweifelhaft mit dem Kolonialchauvinismus in enger Verbindung und zieht aus ihm eine gewisse Nahrung. Aber er würde auch ohne ihn bestehen, wie Deutschland seine Marine hatte, lange ehe es an den Erwerb von Kolonien dachte. Immerhin ist einzuräumen, dass dieser Zusammenhang noch am ehesten geeignet ist, eine grundsätzliche Bekämpfung der Kolonialpolitik zu rechtfertigen. Sonst liegt wohl Grund vor, bei Erwerbung von Kolonien stets deren Wert und Aussichten streng zu prüfen und die Abfindung und Behandlung der Eingeborenen sowie die sonstige Verwaltung scharf zu kontrollieren. Aber kein Grund, solchen Erwerb als etwas von vornherein Verwerfliches zu betrachten. Ihre durch das gegenwärtige Regierungssystem gebotene politische Stellung verbietet der Sozialdemokratie, in diesen Dingen eine andere als kritisierende Haltung einzunehmen. Und die Frage, ob Deutschland heute der Kolonien bedarf, kann hinsichtlich der Kolonien, die überhaupt noch zu haben sind, mit gutem Fug verneint werden. Aber auch die Zukunft hat uns an uns ihre Rechte. Wenn wir berücksichtigen, dass Deutschland zurzeit jährlich ganz erhebliche Mengen Kolonialprodukte einführt, so müssen wir uns auch sagen, dass einmal die Zeit kommen kann, wo es wünschenswert sein mag, mindestens einen Teil dieser Produkte aus eigenen Kolonien beziehen zu können. Wir mögen uns den Gang der Entwicklung in Deutschland so rasch wie nur möglich vorstellen. So werden wir uns doch darüber keinen Täuschungen hingeben können, dass in einer ganzen Reihe anderer Länder es noch eine geraume Zeit braucht, bis sie zum Sozialismus übergehen werden. Wenn es aber nicht verwerflich ist, die Produkte tropischer Pflanzungen zu genießen, so kann es auch nicht verwerflich sein, solche Pflanzungen selbst zu bewirten. Nicht das Ob, sondern das Wie ist hier das Entscheidende. Es ist weder nötig, dass Besetzung tropischer Länder durch Europäer den eingeborenen Schaden in ihrem Lebensgenuss bringt, noch ist es selbst bisher durchgängig der Fall gewesen. Zudem kann nur ein bedingtes Recht der Wilden auf den von ihnen besetzten Boden anerkannt werden. Die höhere Kultur hat hier im äußersten Falle auch das höhere Recht. Nicht die Eroberung, sondern die Bewirtung des Bodens gibt den geschichtlichen Rechtstitel auf seine Benutzung. Kurz, die Frage nach der Legitimität imperialistischer Expansion hängt für Bernstein in erster Linie von deren ökonomischen Ertragsaussichten für die Imperialmacht ab, während das Interesse der in ihnen unterworfenen Bevölkerung der Wilden nicht zählt. Bernstein war mit seinen Artikeln und Büchern nach eigener Aussage angetreten gegen den marxistischen Dogmatismus, der sich der Rezeption unbequemer, nicht zur Theorie passender empirischer Tatsachen verweigere. Insofern liegt nicht wenig Ironie darin, dass Bernstein selbst seine Theorie von den Tatsachen um die Ohren gehauen werden sollte, ohne dass er sich bereit fand, die Theorie den von seiner Gegnerin Luxemburg so viel richtiger erfassten Realitäten anzupassen. Erster Weltkrieg, Revolutionswelle nach 1917, Hyperinflation, Bürgerkrieg, Weltwirtschaftskrise, Aufstieg des Faschismus in Europa. Das alles brachte Bernsteins Dogma von der friedlichen Weiterentwicklung des Kapitalismus zum Guten nicht ins Wanken, bis er 1932 starb. Wenige Wochen vor der Machtergreifung Hitlers.